Ach, was für eine idyllische Landschaft. Eine idyllische Mauer. Und ein idyllischer Backofen. Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Der Stein brät hier noch weiter, knusprig vor sich hin. Wir waren beim letzten Mal ja dabei, hier alles einzurichten. Man sieht es hier noch, da haben wir angefangen, aufgehört und umgefangen. Heute ist die erste offizielle Folge Minecraft wieder rausgekommen. Ich hoffe, viele von euch haben sich drüber gefreut. Ja, ich mache einfach mal weiter hier. Ich nehme jetzt auf hier die nächsten Folgen. Ist hier irgendwas? Nee. Und darum hauen wir jetzt gleich mal hier. Eine Treppe rein. Ich frage mich jetzt aber gerade, wie ich das mache. Soll ich das hier so gräsern lassen, oder? Ich weiß nicht. Sieht das komisch aus? Ich könnte maximal... so machen. Dass sozusagen eine Schicht Erde oben drüber liegt, die das alles abdeckt. Ist jetzt eine andere Steinart für die Treppe. Hab ich noch? Hab ich nicht. Gut. Ja, okay. Hier müsste logischerweise dann auch Kies legen. Einfach mal so. So, okay. Und hier mache ich jetzt einfach mal, weil ich es kann, den hier rein, den Glowstone. Und dann kann die Fackel da auch weg. Huch, komm her. Also ich kann gar nicht aufsammeln. Ja, dann kann die Fackel da auch weg, wenn hier Glowstone drin ist. So, auch da kommt noch Glowstone rein. Und das ist doch schön hell erleuchtet hier. Super. Schauen wir mal hinten, was hier hinten los ist. Hallo Skeletto. Stimmt. Okay, sehr schön. Ein bisschen Erde haben wir auch gerade noch, sehe ich. Dann nutze ich die gleich mal. Oh. Beruhige dich, Günther. Ich bin gerade erst angekommen. Ich sagte, du sollst dich beruhigen. Ich sehe. Hat man gerade mal angefangen, da kommt schon der erste Zombie und Brain, ich will dein Brain. So. Ich habe mir gedacht, ich fange heute einfach mal spontanitätlich. Also ich mache hier spontanitätlich weiter. Ich hatte mir gerade so gedacht, ich fange eventuell mit dem Bau der Bäckerei an. Aber ich schwinge noch einmal um und werde das bei diesem Weg hier zu Ende bringen. Und dazu machen wir jetzt einen kleinen Ausstecher. Das muss ich sowieso seit längerem mal wieder tun. Weißt du was? Ja, jetzt auch. Da ist doch eh über Glowstone drin. Warum sind hier keine Glowstone drin? Dann kann man doch einfach... hier so zwei, drei versteckte Glowstones reinbauen. Das muss ja keiner so direkt sehen. Gut, man sieht ihn jetzt schon, wenn man hier langkommt, aber das stört ja keinen da, wenn da noch ein bisschen Gras davor ist. Haben wir denn eventuell gerade... nein. Jetzt stört das ja keinen. Hier den sieht man gar nicht. Und den hier sieht man auch kaum. So. Hab ich noch? Hab ich nicht. Oh. Stirb. So. Dann machen wir jetzt mal was, das wir schon länger nicht gemacht haben.
von Zombies auf die von Creepern auf die Fresse kriegen, zum Beispiel. Ey, wir haben echt von Creepern auf die Fresse gekriegt, ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Oh, Baufusch. Cool. Ich dachte, wir haben echt gerade von Creepern auf die Fresse gekriegt. Naja, ich sollte sowas vielleicht demnächst nicht mehr heraufbeschwören. Es führt nur dazu, dass mein Baufusch in der Gegend zutage kommt, den wir hier früher betrieben haben. Yo, ich pack dann jetzt einfach mal hier und hier einen Stein rein. Heureka, wir haben ein Loch in der Gasse. Ich bin ja mal so frei und leg hier alles rein. Außer die mache ich da noch nicht rein. Auch das Birkenholz bleibt noch bei mir. Na komm, das bleibt fast so. Das kann auch weg. Was behalten wir denn noch? Keine Ahnung. Wir könnten die Steaks sparen. Pinkstrose ist zu wichtig. Eine Kiste. Das ist ja. Wir könnten ein paar nicht steinzige normale Steine mitnehmen, einfach mal. Beruhigt euch. Bruchstein haben wir auch dabei. Glowstone würde ich schon gern hier lassen, damit wir den nicht verlieren. Ich habe keine Ahnung, was ich mitnehmen könnte. Ich könnte ja theoretisch oder auch nicht Eisen mitnehmen, das ist eine gute Idee. Okay. Obwohl, die Essen schaffen wir nicht mal mit. Das steht noch an. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Wie sieht es denn aus? Wir haben einen Diamantschutzbrustpanzer. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir anziehen können? Ruhe. Eine Diamantschaufel, die wir lieber nicht nutzen sollten. Melonen, Karotten. Pfeile. Sieht sehr gut aus. Pfeile sieht sehr gut aus. Wir haben Smaragde, wir haben ich pack mal hier 23 Diamanten rein. Wir haben Diamanten. Wir haben aber wirklich nichts anderes mehr zum Anziehen, was Rüstung betrifft. Können wir runter in die Rüstungskiste gucken, haben wir ja auch noch eine. Die Rüstung haben wir nur Gold, Gold, Leder, 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 Gold. Gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Dann also ziehen wir uns eine. Nee. Wir machen uns aus den Diamanten einfach nur ein Diamantschwert. So. Zudem machen wir uns jetzt eine Hose. Wir machen uns ein paar Schuhe. Wir machen uns einen Helm. Wir ziehen den ganzen Spaß an. So, wir haben ein Diamantschwert, wir haben ein Eisenschwert, wir haben 5 Diamanten dabei, wir haben noch 2 Eisen dabei, wir haben Stock, wir haben Birkenholz. Haben wir denn eventuell noch Eimer? Wow. Ich suche gerade Endstone. Und hoffe ich, dass ich ihn finde. Ja, nicht Endstone, ich meine Neverstone.
Schildertruhen, Stahl, Eisencrafting. Ja, wie heißen die schwarzen Blöcke? Obsidian suche ich gerade. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben keine Obsidian mehr. Es beschleicht mich dieses ungute Gefühl, dass wir kein Obsidian mehr haben. Und dieser Maria, was das man mir gar nicht zutraut, normalerweise. Das wird für sehr viele sehr verschreckend und verstörend sein. Wer den Anblick nicht erträgt, sollte jetzt lieber weggucken. Ich gehe diesmal mit Fackeln los. Ich gehe diesmal also nicht unvorbereitet los, ich nehme diesmal Fackeln mit. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden damit verschreckt, verstört oder irgendwie geistig behindert. Wie jetzt Neverguest gut sich vorbereiten auf seine Mission. Da, irgendwie, ah. Ja, ich weiß, das klingt einfach verstörend. Nehme ich mit. Ja, ist doof jetzt, ich habe gerade keinen Mod drin. Und ich habe auch kein Obsidian, so wie es aussieht. Also zumindest habe ich keine nähere Reichweite. Irgendwo habe ich bestimmt welches, aber ich habe es wahrscheinlich verbummelt in meinen 1000 Truhen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal munterflockig ins Farmhaus. Menü, was hat sich denn da so... Ach ja, da ist ein Golem. Der macht stürmende Geräusche. Kürbiskuchen, Baumgezeugs, Grüngezubbe, Blumen, Melonen, Kürbisse, Weizen, Samen, Brot. Wow, eine Ausbeute da drin. Schokoladen-Keksgezeug, Zuckerrohr, Kartoffeln, Ofenkartoffeln, 32 Ofenkartoffeln sollten also reichen. Super! Hier habe ich nur Enderaugen, gell? Na gut. Dann begeben wir uns mal jetzt hier auf den Weg nach hier. Ich überlege gerade, aber... Nee. Oder? Kleinen Moment. Ich überlege gerade... Also eigentlich will ich jetzt mit euch eine Tour machen und... der Hauptgrund ist eigentlich... Gravel. Aber... auch auf Erze habe ich es abgesehen. Die Frage ist jetzt, wie tief haben wir das hier gebaut? War ich so intelligent und habe das auf eine Diamantenebene gebracht? Weil dann könnten wir auch... Das ist Diamantenebene, aber ganz eindeutig, meine Freunde. Dann würde ich sagen, wir gehen nicht auf Tour, sondern wir bauen mal seit langem hier an diesem Ort weiter. Denn wir müssen hier ja irgendwann nochmal... Ah, hier war ich in einer Schlucht rausgekommen. Alles klar. Denn wir müssen ja irgendwann nochmal den Weg zum Dorf basteln. Da bräuchte man natürlich Race Minimap jetzt. Aber ist auch vollkommen egal. Effizienz, Behutsamkeit, Haltbarkeit, Effizienz. Nehmen wir natürlich die hier. Und dann legen wir einfach mal los. Und tun hier fleißig munter den Gang ausheben. Sehe ich jetzt richtig? Ja, und dann ist immer in die Erde eingebaut. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir es einfach mal hier weiter. Warum auch nicht? Wir waren schon ewig nicht mehr hier unten. Wir haben gerade viele Baustellen gleichzeitig. Wir haben in der Villa angefangen, haben da abgebrochen. Ich will noch die Bäckerei bauen für den Herrn, der sich das gewünscht hat. Darum sorgen, sammeln wir jetzt erstmal für die Umgebung ein wenig Rohstoffe. Und ich habe mir absolut kein Thema zurechtgelegt, worüber man reden könnte. Man könnte jetzt natürlich da über das Fußballspiel reden. Ich bin jetzt nicht so der Fußballnarr, muss man sagen. Na gut, erstmal soll ich damit anfangen. Also ich meine natürlich den WM-Sieg, der gestern stattgefunden hat. Gestern saß ich noch mit einer Horde von bestimmt 1000 Fans bei uns in der Stadt in einer Veranstaltungsarena. Und wir haben gejubelt und gejaucht, als dann Deutschland letztendlich doch das Tor erzielt hat. Na,
Na, na, böses Skelett. Ja, haben wir gejubelt und gejauchzt. Und der Jauchzer hat auch gejubelt. Und ja, man muss sagen, das Spiel an sich war echt geil. Es haben wirklich alle wirklich gezeigt. Es haben wirklich. Manchmal hast du nämlich hast du in der WM gedacht, so bei manchen Leuten, okay, das ist jetzt nicht das Niveau, auf dem sich ein WM-Spieler bewegen sollte. Aber in dem Spiel haben dann wirklich alle gezeigt, oh mein Gott, die wollen den Titel. Nicht nur aus unserer Mannschaft, auch aus der Gegnermannschaft haben alle ihr Bestes gegeben. Man hat echt, also ich habe oft gebangt, ich weiß doch, das erste Tor vom Gegner, was dann doch im Endeffekt keins war, wo wir alle aufgeschrien haben, oh mein Gott, nein, was du gedacht, okay, das war's. Der WM-Pokal ist dann weg. Dann hat der Schiedsrichter aber doch noch das Abseits gepfiffen. Dann kurz danach, also 45. Minute, unser Ding, wo ebenfalls Abseits gewiffen wurde, wo das ganze Publikum schon hochgeschrien hat und oh mein Gott, geil. Und dann haben sie alle gesehen, oh Mist, der ist nur gegen die Latte gegangen. Ja, und ja, ne? Da war dann auch wieder die Stimmung weg. So, wie machst du das jetzt hier? Aber die größte Katastrophe in diesem Spiel war wohl und wird auch bleiben der Schiedsrichter, bei dem du dir so gedacht hast, Junge, wärst du mal weiter bei deinem Blümchen geblieben. Hey, yo. Yo. Na ganz ehrlich, was der Typ geleistet hat, was ist das denn? Lederhose. Hast du dir echt den Kopf gegriffen, ey, wenn ich sowas gesehen. Also, ich meine, ich möchte jetzt nichts gegen die eigene Mann. Geschafft haben. Also erstmal diese beiden Dinger von den Leuten, die eh schon eine gelbe Karte hatten und die dann so reingefault haben, weil das mit Schweinsteiger, der gekämpft hat wie so ein Hund, wie so ein Schwein. da habe ich mir schon den Kopf gegriffen. Aber dann auch die Sache mit unserem lieben Torwart. Also, ja gut, es ist natürlich unser Tor, man freut sich, dass es da nichts gab, aber ganz ehrlich, wenn wir fair sein, das war nicht unbedingt die feine englische Art. So. Ich fand es zwar auch lustig in dem Moment, aus dem einfachen Grunde, da der Gegner ja auch gefoult hat und im Endeffekt war es nur so eine kleine, sah es eher aus wie so ein kleiner Racheakt, aber naja.